Ich bin zurück aus dem Urlaub und habe endlich wieder Zeit, ein paar Videos zu machen, denn direkt nachdem ich zurück war, ja, hatte ich wieder 3 Wochen voll mit Events. Jetzt habe ich etwas Ruhe und mit aus dem Urlaub habe ich natürlich gute Laune gebracht. Etwas Bräunung ist mir noch geblieben und heute starten wir mit einem italienischen Brot und zwar ein Ciabatta. Dafür brauchen wir gar nicht viel. Ich habe hier 400 Gramm Mehl in Summe. Ich habe dafür hier einmal 350 Gramm normales Weizenmehl Typ 405 und hier noch 50 Gramm Semola bzw. ein doppelt gemahlener Hartweizengrieß, den ich auch immer sehr gerne verwende, wenn ich Pasta mache oder so ein bisschen was in Pizzateig einarbeite. Dadurch wird die etwas knuspriger. Wir brauchen aber nicht nur das Mehl, sondern auch Hefe. Da wir ein schnelles Rezept machen, bin ich mit der Hefe relativ weit vom Verhältnis her. Und zwar sind es 10 Gramm. Dann habe ich 10 Gramm Zucker, 10 Gramm Salz und was wir auch noch ganz wichtig brauchen, ist Wasser. Ich habe hier in der Schüssel 270 Gramm. Was man dann noch gut gebrauchen kann später, ist ein Pinsel mit etwas Öl, eine Gabel zum Verrühren und hier ein Teigschaber. Ich starte jetzt schon und gebe direkt diese 10 Gramm Hefe in mein Wasser rein. Und das Wasser muss gar nicht lauwarm sein. Und vor allem das Gefährliche ist, wenn man mit den Fingern selber lauwarmes Wasser erspürt, dann ist es oftmals schon zu weich. Die Hefe sollte nicht wärmer werden beim Gehen oder im Wasser als 32 Grad. Und da wir eine lange Teigführung haben, ja von 2 Stunden etwa, gleicht sich die Temperatur auch aus. Mit dazu in das Wasser und zur Hefe gebe ich gleich das Zuckergefäß, also die 10 Gramm. Die Hefe braucht einfach etwas Zucker, um zu arbeiten als Nährstoff. Und das verrühre ich schon mal mit einer Gabel. Wenn sich dann die Hefe aufgelöst hat, gebe ich dazu einmal das Weizenmehl. Und auch mit gleich da rein den Hartweizengrieß, also Semola. Und verwende jetzt einfach nur die Gabel, um das erstmal schön zu verrühren. Und während des Rührens gebe ich auch noch das Salz mit dazu. Wenn daraus dann so ein Teigklumpen entstanden ist, arbeite ich noch etwas weiter, nehme dann meinen Teigschaber, mache erstmal die Gabel frei von allem und knete dann auch noch das Ganze etwas im Teigschaber um und mache dabei auch gleich den Rand sauber. Da muss man später viel weniger spülen und auch die Schüssel nicht so lange im Wasser einweichen. Das war auch schon der Teig. Jetzt könnt ihr den entweder raustun, auf einen Teller legen, die Schüssel sauber machen. Ich nehme einfach eine zweite Schüssel dafür und in die gebe ich jetzt etwas Öl. Ich verwende ein Olivenöl, ihr könnt natürlich auch ein Rapsöl nehmen oder ein Sonnenblumenöl. Das ist hier jetzt nicht ganz so entscheidend. Ich habe mich fürs Olivenöl entschieden, weil es natürlich geschmacklich auch immer zur italienischen Küche und zum Ciabatta passt. Jetzt nehme ich einen Pinsel und damit streiche ich jetzt erstmal diese Schüssel aus. Das empfehle ich euch eigentlich immer, wenn ihr ein Brot backt und es gehen lassen wollt. Denn wenn ihr es leicht einölt, dann kann der Teig am Rand besser aufgehen, er bleibt nicht kleben. Und vor allem könnt ihr später auch viel besser diesen Teig wieder aus der Schüssel rausstürzen, um dann euer Brot zu formen. So geht es einfach viel leichter und vor allem, wenn man sehr luftige Teige hat, die jetzt nicht wie beim Ciabatta mehrfach gefalten werden und nochmal eine Stückgare erleben darf, dann würde man, wenn der Teig festklebt und man ihn rausstürzt, ja die ganzen Luftblasen kaputt gehen und das will man ja zum Beispiel nicht immer. So, wenn ich das gemacht habe, nehme ich jetzt einfach diesen Teig und gebe den hier in diese ausgeölte Schüssel rein. Und so darf er jetzt ruhen bei Zimmertemperatur, abgedeckt mit einem Tuch, was ich auch gerne mache, wenn ich es manchmal ja, nicht in der Küche stehen lassen will. Ich habe immer Sorge zu Hause, dass meine Kinder dann irgendwie da hingreifen oder dran ziehen. Dann nehme ich auch einfach gern die Schüssel, decke sie ab und mache sie in den Backofen rein, lasse das Licht im Backofen an. So hält der Ofen auch so knapp die 30 Grad durch die Wärme, die das Licht erzeugt. So kann man das Ganze sicher gehen lassen. Der Teig vom Ciabatta hat jetzt 2 Stunden gehen dürfen und jetzt geht es darum, das Brot erstmal zu formen und die Ruhezeit ist leider noch nicht zu Ende. Ich nehme dafür ein großes Stück Backpapier und verteile nochmal auf diesem Backpapier etwas von dem Semola. Das dient einfach dazu, dass mir jetzt dieser Teig, der sehr weich ist, nicht unten am Backpapier kleben bleibt und damit ich ihn gut formen kann. Hier empfiehlt sich auch wirklich ein etwas gröberes Mehl zu nehmen, nicht ganz zu fein,
denn das verklumpst sonst zu sehr. Also das feine 405er. Da lieber so ein Instantmehl oder einen feingemahlenen Hartweizengrieß nehmen. Dann habe ich hier die Schüssel. Und da sieht man jetzt auch schon ganz toll, wie der Teig wirklich ums mehr als das Doppelte aufgegangen ist. Und wenn man den jetzt rausstürzt, geht es relativ leicht. Ich löse den hier noch etwas am Rand und kann den dann relativ simpel einfach hier so rausfallen lassen. Und dadurch, dass es eben eingeölt war, geht es viel, viel leichter raus und man hat eben immer noch so etwas, diese grobe Struktur hier in diesem Teig drin und relativ wenig an der Schüssel. Jetzt mache ich Folgendes, ich spanne den Teig und zwar ziehe ich den aus, gehe da immer unten mit den Händen dran, um den dann langsam auseinanderzuziehen und mache ihn so deutlich größer. Und wenn ich den so ausgezogen habe, dann falte ich den zusammen erstmal zum Drittel. Eins und zwei. Und wenn ich das habe, falte ich nochmal um. Nochmal hier eins und zwei zum Drittel. Mache hier so ein Päckchen draus, drehe das einmal vorsichtig um. Leg mir das Ganze dann einmal auf ein Backblech. Auch nochmal leicht gemehlt. An der Stelle, wo es aufliegt. Und so decke ich den Teig jetzt ab und lasse ihn nochmal für eine halbe Stunde gehen. Der Teig war jetzt eine halbe Stunde. Beim Gehen ist etwas aufgegangen, wie man deutlich sehen kann. Jetzt mache ich das gleiche Spielchen nochmal. Also ich nehme wieder etwas Mehl und verteile mir das auf meinem Backpapier. Dann kommt der Teig da drauf. Und den nehme ich jetzt, drehe mir um und ziehe den nochmal richtig schön auseinander. Wenn man jetzt mal schaut, hier an den Seiten, da war der Part, wo das zusammengerollt war. Und aus dem Grund mache ich das jetzt genau so, dass ich ihn jetzt zuerst hier von den Seiten einschlage. Wieder zum Drittel. Also einmal, zweimal und dann wieder hier das Päckchen. Und so lasse ich ihn jetzt nochmal für 15 Minuten ruhen. Abgedeckt natürlich. Weitere 15 Minuten sind wieder vergangen von unserem Teig, das Ciabatta, was langsam geht. Nun kommt der nächste Part und zwar muss ich das Ganze jetzt noch ausziehen. Ja, der klebt jetzt wieder hier etwas fest, deswegen nehme ich noch mal etwas Mehl. Kann jetzt aber weiter direkt auf einem Backblech arbeiten. So, und jetzt so lag er. Jetzt ziehe ich das Ganze aus, und zwar, dass die Seite, wo es gerollt wurde, oben und unten ist und bringe jetzt diesen Teig etwa auf eine Länge von ca. 30 cm. Und beginne dann, den zusammenzufalten. Und das mache ich dann so, dass ich die äußeren Teile hier in der Mitte immer richtig schön zusammendrücke. Und so bekommt es dann nämlich nach und nach seine Form. Und der Vorteil ist, dass ich die andere Seite nochmal richtig schön spanne. Und diese Spannkraft ist wichtig, damit es dann auch schön aufbacken kann. So, hierzu. Dann drehe ich das einmal um. Ich ziehe jetzt noch mal leicht den Teig nach unten. Und so darf der Teig dann noch mal für eine halbe Stunde gehen und danach wird er gebacken bei 220 Grad. Ich verwende 220 Grad Heißluft,
mit Beschwerden, also etwas Feuchtigkeit. Wer jetzt kein modernes Gerät zu Hause hat, kann auch dann einfach beim Aufheizen des Ofens unten in den Garraum ein Backblech reinschieben und das mit Wasser füllen. Wichtig ist einfach eine leichte Feuchtigkeit, denn dadurch legt sich die Feuchtigkeit auf den Teig und er kann etwas besser aufgehen und er bricht nicht so schnell. Das Brot war jetzt im Ofen und ich hole es raus, um euch mal zu zeigen, wie es ausschaut. Jetzt guckt mal. Also wir haben ein richtig schönes Ciabatta. Also ich finde, es ist sensationell. Und wenn ihr hört, ich kann sogar noch verstärken, mit einem Messer vielleicht. Upsa. Richtig geil, kruste Kruste. Die wird natürlich wieder etwas weicher, denn das Allerwichtigste ist, das Brot auch so schwer wie es fällt, nicht sofort anzuschneiden, sondern auf jeden Fall runterkühlen lassen. Denn wenn man es jetzt anschneidet, dann kommt die ganze Feuchtigkeit, die drinnen ist, im Teig raus und dann trocknet das Brot aus. Deswegen schneide ich es jetzt auch nicht an. Ich muss mich auch noch etwas gedulden. Ich wünsche euch aber ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken. Es ist sensationell, super lecker. Ich kann mich nie entscheiden, was ich mache, das Wurzelbrot oder das Ciabatta. Ich bin von beiden ein Riesenfan. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.